Wir spielen den nicht wirklich lange. So. Carlos ist nämlich so stark, dass er die scheiß Glocke da wegschieben kann. Oh, Zombies. Ich würde sagen, speichern. Oh, oh. Ich lasse mich gerade ein bisschen einkesseln. Au. Oh. Die Zombies machen immer so lustige Geräusche. Ja, speichern ist eine gute Idee. Mach ich doch. Oh, alles voll, ey. Scheiße. Das sind irgendwie ein paar viele Zombies, oder? Nur. Ganz paar. In Teil 1 haben die Zombies coolere Stimmen gehabt. Da haben. Ja, super! Nee, nee, da muss ich ja gar nicht hin. Ich muss hier rein. In Teil 1 hatten die immer so tief. Kaputt aus. Ja. In Teil 1 hatten die immer so tiefe Stimmen. So. Oh nein, Mini-Spiders! Mini-Spiders! Ja, bin dabei. Oh, die Dinger! Oh nö! Schnief, schnief, schnief! Ach ja! Kling, ding! Kling, ding! Hier, schieb mal weg die Scheiße! I can push it, because I'm strong. You have the force, young Luke. So. Hier liegt doch bestimmt... Oh oh. Explosive. So, bevor ich da oben hingehe... Na, er schielt doch auf irgendwas. Da hinten ist nämlich das Krankenhaus. It's locked with a simple lock. Willst du mich verarschen? Na, was könnte das wohl heißen? Dass wir mal wieder einen Dietrich finden müssen. Oder dass wir mit Jill gleich nochmal da lang gehen. It's locked. Okay, oh, können. Hier steht schon wieder ein Golf. Dann können wir wohl nur ja, ins Krankenhaus. Zum Glück ist das Krankenhaus von Resident Evil eine Pussy im Gegensatz zum Krankenhaus von Silent Hill. Egal welcher Teil. Ja. Von daher, hier gibt es zwar Viecher und so, aber. Ja, das war es auch schon. Keine alternative Welt, gar nichts. Keine Krankenschwestern. Keine Krankenschwestern, genau. Nur irgendwelche. Keine rülpsenden Patienten. Ja. Mein so. Lieblingsgegner. Hier gibt es bestimmt auch ein bisschen was zu finden. Wenn wir die Augen offen halten. Oh, da kommt der Doktor. Nee. Oh, Bitches. Das sind Hunter. Was zur Hölle? Scheiß Hunter. Alter, wie viel verbrauchen wir? Ich hoffe, davon kommen nicht viele. Da haben wir die Arschkarte. Ja, ich meine, die können uns sogar den Kopf abschlagen. Also so eine Art One-Hit-Kill. So, ich benutze das, weil ich da hinten schon gerade ein neues gesehen habe. Und wir untersuchen natürlich erstmal alles. Hier. Natürlich nehmen wir First Aid Spray. Wäre auch ziemlich dämlich, wenn nicht. So, liegt hier noch sonst was? Ich glaube kaum. Da ist ein Rotary-Knopf. Ja, kann man aber nicht dran, weil dann die Kiste voll ist. Von was daher. Pussy. Warum haben wir das Ding mit? Das brauchen wir nicht. Ich kann so speichern. Tja. Ich glaube, das ist einfach nur ein kleiner Safe Room. Ohne irgendeine Bedeutung.
Oh, blaue Pflanze. Ich glaube, ich nehme sie mal mit. Ich habe ja so viel Platz. Ja. Falls wir irgendwann mal von einer Spinne vergiftet werden oder so. Warte mal, hä? Ich bin durch eine andere Tür rausgegangen, als ich reingegangen bin, oder? Weil das sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Ja. Oh, ein Spind. Was gibt's denn hier oben? Pistolenmunition. Die lasse ich da schön liegen. Pistolenmunition hebe ich im dritten Teil grundsätzlich nicht auf. Und hier liegt was. Tape Recorder. Ah, da geht das. Ja, 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 ja. Und eine Karte natürlich. Yay. Wow. Wahnsinnig groß. Ja. Sehr großes Krankenhaus. Naja. Ach, so unübersichtlich. Und zwar hat es. Ja, ja, klar. Ja, 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 ja. Wir müssen uns das Tape einfach nur in Gegenwart von diesem Fahrstuhl anhören, dass wir weiterkommen. Moment, habe ich noch einen Raum vergessen? Nee, da. Nö. Okay. Hier. Voice Recognition Lock. Will you push the microphone? Please enter your voice. Und jetzt benutzen wir einfach das Ding. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However. However. Ob das so einfach gehen würde? Na komm. Und der einzige Stock, der geht, ist der vierte, was ein bisschen lustig ist. Weil das ist genau der Stock, der in Silent Hill 1 aufgetaucht ist, den es eigentlich nicht geben dürfte. Oder können wir auch in den Keller? Ja, wir können auch in den Keller. Yeah. Wunderbar. Er ist in den Keller. Wow! Hallo! Ja, genau. Kaum geht die Tür auf. Hallo! Und ich glaube, wirklich viel ist hier unten nämlich auch nicht. Nur ein paar Zombies. Oder ist hier sonst noch was? Hm. Leichenkammer vielleicht? Chef Typ M. Das sind dieselben Türen wie aus Teil 2 in der Forschungseinrichtung am Ende. Ja. Nee, hier gibt's, glaube ich, was relativ Wichtiges. Und ich glaube, wir hätten sogar, also wir mussten sogar hier als erstes hin. I had no idea another guinea pig was still alive. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Yeah, you know him. The one with the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor! You mean Nikolai? Ah! Tja. Haha. Dämme. Können wir wenigstens eine Munition oder so nehmen? Yeah, grüne Kräuter. Mmh. Kaubonbon. Lecker. Oh, apropos, ja, noch Schokobons. Hallo, da war doch was drin. Naja, anscheinend nur die Bombe. Ist hier sonst noch was? War da nicht eine Tür? Ja, aber ich glaube, das war die Tür, wo ich reingekommen bin. Nein, du bist von unten gekommen. Geh mal durch die Tür. Hm. Oh, schon hast du das andere. Ha! Nein, ne? Warum bin ich nie in den vierten Stock gefahren? Scheiße. Das sieht sehr lustig aus da im Keller. Medium Base. Es scheint, dass wir das brauchen. Das Viech wird mir den Kopf abschlagen, ich sehe es. So. Jetzt geht es los. Ah, das sind die Frösche, die einen fressen können. Das ist lustig. Ich versuche mich fressen zu lassen. Einen Moment bitte. Die können einen aufessen. Ja, habe ich gerade gemacht. Also. Habe ich gemacht. Ja! Hallo! Medium Base can be set in here. Ja, aber da fehlt doch noch was, oder nicht? Anscheinend. Könntest du mal versuchen, aber.
Will you operate the synthesizer? Synthesizer. Auch schon wieder sowas Billiges hier. Oh, bisschen hoch, ne? Ja. Einfach mal alles benutzen. Ja. Wird schon irgendwie passen. Das muss, glaube ich, auf selber Stufe sein. So ein ganz simples... Okay, das ist schon mal richtig. Frage ist, wie ist das andere dann? Hm. Ah, nee, warte. Scheiße, das war doch gerade... Gerade war das irgendwie... Sah das anders aus. Da war doch nicht sowas... Oh, nee. Nee, das passt nicht ganz. Alter. Das wird ewig dauern, ich sag's euch. Ja. So. Jetzt musst du auch unten eins von A und B wieder zumachen, wer weiß das. Ja. Yay! Ich bin so cool! Und wir kriegen Drogen. Nein. Vessin Medium. Und damit geht's dann gleich weiter, glaube ich. Nothing more. Nee. So, jetzt kommen die Viecher raus. Also aufpassen. Achso, ich wollte mich ja fressen lassen. Okay.